schön mit Gefühl. Meine Lieben, es gibt einen Paprikaschnitzel mit Bohnen und lecker Soße. Das ist ein Hähnchenbrustfilet. Ich habe da zwei Folien genommen. Und wenn ihr das Fleisch, ja, oder auch ein normales Schnitzel zwischen zwei Folien klopft, dann gehen die Fleischfasern nicht kaputt und das Fleisch bleibt schön, so wie wir es gern möchten. So, ein paar Meersalzflocken mit dazu, ein bisschen schwarzen Pfeffer aus der Mühle und jetzt das Fleisch braten lassen, ja, dass es von allen Seiten so ein bisschen Farbe bekommt. Und hier, schaut mal her, 3, 2, 1, habe ich Böhnchen gekocht. Übrigens, genialer Deckel, ja, das Kondenswasser sammelt sich hier unten, habt ihr das nicht auf der Herdplatte, sage ich mal nur so. So, Bohnen in Salzwasser, weich kochen und die kommen dann nachher so oben drüber. Alright, also jetzt, wenn das Fleisch ein bisschen Farbe hat, ja, dann einmal wenden und dann kommt zu dem Bratenfett ein Stückchen Butter dazu. Ich will ja eine geniale Soße machen, ja, also das müsst ihr einfach machen, ja. Also eine Kombination von Olivenöl und Butter ist hochglücklich und ich werde das Ganze wirklich extremst easy zubereiten. Paprikawürfel, schön klein geschnitten. Zu den Paprikawürfeln kommt ja, so ein halber Teelöffel Paprikapulver. Und jetzt Paprikapulver, die Paprika und so ein Esslöffelchen Tomatenmark gemeinsam anbraten, schön anschwitzen, dass das Ganze ein bisschen Farbe bekommt. Und das ist das A und O. Ihr müsst nur aufpassen, dass das Paprikapulver nicht verbrennt. Ja, das wär nicht so gut. So, alles in einer Pfanne. Ja, das ist auch noch wichtig, ich meine, ohne Spaß. Also ich kann ja 10 Töpfe nehmen und Pfannen und tralala. Und dann habe ich hinterher eine Armada zum Reinigen. Braucht kein Mensch. So, that's it. Ich mache das jetzt mal in Echtzeit. Und abgelöscht wird das Ganze mit einem kleinen Schlückchen Sahne. Und man sieht schon, ja, das Tomatenmark hat so ein bisschen Farbe, aber nicht so dunkel. Ja, die Süße karamellisiert ein bisschen. Und dann kommt hier ein schöner Schluck Sahne dazu. Und das Ganze jetzt schön köcheln lassen. Ich würde mal sagen, so auf kleiner Stufe 5 Minuten köcheln. 4 Minuten köcheln lassen. Ab jetzt. Bing, wir sind wieder da. Schon. Die Soße ist schön eingekocht, hat an Konsistenz und Substanz gewonnen. Und das gönnen wir uns jetzt. Achtung. So ein Löffelchen Creme Fraiche. Geil, wa? So, und die Creme Fraiche schön einrühren, einkochen oder einköcheln. So. Und zum Schluss, dass das Ganze, komm her, dass das Ganze ein bisschen spritziger wird, eine lecker Zitrone und ein paar Tropfen Zitronensaft noch dazu. So. Fertig. Okay, und jetzt wird angerichtet. Und zwar die Bohnen, das mache ich so. Ja, ich habe hier so ein tolles Sieb. Die Bohnen kommen auf das Sieb. Ja, und ich mache das jetzt ganz ohne irgendwelchen Heckmeck. Ich lasse die Bohnen einfach so. Die werden nachher nur ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Und dann kommt das Ganze jetzt auf den Teller. Okay, einmal das Schnitzel und eine Kleinigkeit kommt noch. Eine Kleinigkeit. Dann gehen wir hier auf die Soße noch. Eine Kleinigkeit kommt noch. Ich mache das nur für euch. Ketchup. Auch in der Top-Küche wird Ketchup verwendet. Gebt so ein Löffelchen Ketchup dazu. Das macht das Ganze so ein bisschen weicher, angenehmer, ein bisschen milder. Ja, nicht so hart. Ja, kommt ein bisschen Süße dazu. Wenn es zu dick ist, vielleicht noch ein kleines Schlückchen Sahne. Und jetzt haben wir eine tolle Soße. Einverstanden? So, nochmal einmal aufköcheln. Soße mit dazu. Und oben gibt es die heißen Bohnen drauf. So, und ich habe schönes Vanillesalz. Und da kommt noch, wenn die Bohne nochmal gewürzt. Okay, also. Hey, so einfach. Stück Baguette dazu, Gläschen Weißwein. Adios, muchachos. Guten Appetit.